Da sind wir wieder mit Kapitel 17. Füreinander. Drei Tage später. Gut. Was ist das alte Gehen Anwesen? Wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Ja. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Ha, ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort sind. Hoffentlich bleibt das so. Hoffen wir mal, ne? Oh, Amicia, hallo, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Naja. Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Na klar. Bereit. Los, Amicia! Ja. 2. Mal 3. Das erinnert mich an den allerersten, an die allererste Mission da mit den Äpfeln. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Wow. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, Amicia. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Komm schon. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Ach, das Leben ist wieder da. Wir können das Dorf wieder aufbauen. Doch einige Häuser werden leer bleiben. Wenn der Biss hey, uns seht mal, lässt, der Kleine. Oh nein. Zurückkehren. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber durch der hier. Jahrmarkt. Na los. Ich werde einen anderen Weg finden. Ich sehe da doch schon was. Ob wir da nicht durchkommen werden. Darf ich mal? Ach, come on. Hey, Hugo. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Schiebung! Unfair! Unfair! Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Unfair, ich hab längere Beine. Ach, niemals. Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden. Weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie... Sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Ich habe Angst. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Findest du mich hübsch? Ha! Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft.
Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an! Frage bleibt, hätten wir noch auf den Jahrmarkt gehen können? Das war's mit Black, The Plague Tale. Damit verabschiede ich mich auch. Wir werden uns bei einem neuen
Projekt wiedersehen. Oder einem Bekannten, was gerade läuft. Also, tschüss.